Hey Leute, weiter geht's mit Let's Reto. Nein, falsch. Let's Play Vampire Stone 2 Everlasting Blood. Wir überspeichern jetzt erstmal unseren Sicherheitsspielstand. So, und dann geht's jetzt in die Post. Mal sehen, was heute drin steht. Der RPG-Maker, da geht nicht der Teilnahme Doppelpunkt RM2K3. Und das ist ein ZIP-File. Er sagt mir, er kann es nicht open und ich soll es nochmal runterladen. Wieso? Okay, da es nicht zu open geht, gehe ich mal davon aus, dass es zu extrem geclosed wurde. Da hilft nur ein Magical Drop in der Nähe von Thunderbluff. Oder ein hoher Skill in Opening. Thunderbluff. Ich persönlich bin immer sehr amused, wenn mein Kompi zu mir talkt. Aber wenn er will, dass du dir die File nochmal loadest, dann du das doch. Oh Wort. Immer dieses Denglisch. Ich mag es überhaupt nicht. Ich mag es nicht, nein. Es passiert mir manchmal auch, dass ich plötzlich englische Begriffe benutze, aber dann denke ich mir immer, das könnte man doch auch besser sagen auf Deutsch. Oder, was heißt besser auf Deutsch? Es geht tatsächlich, Mischformen gehen, aber sie gefallen mir persönlich nicht. 1848 Fehler, danke! Haben wir eigentlich welche in der Folterkammer? Wir haben doch ein Schloss erobert. Da sind die beiden drin. Aber sonst? Sonst ist alles offen. Ich kann also niemanden foltern. Oder wie? Nein, geht irgendwie nicht. Na gut. Haben wir keinen. Obwohl wir ein Schloss erobert haben. Naja, egal. So, schlafen wir mal eben. Super. Dann mal sehen, was hier ist. Ein Heiltrank erhalten. 1541 Füller erhalten. Super. Blutnektar erhalten. So, mal sehen, ob wir was zu verkaufen haben. Einen Sonnenschutzmantel. Nein, den nehme ich auf. Okay. Wie viele Seelen haben wir? Mal gleich mal nachsehen, ob wieder was gehen würde. 18. Nein, da geht nichts. Okay. So, dann. Haben wir, glaube ich, die Ausrüstung noch nicht fertig gekauft. Wir haben gerade ein bisschen Geld bekommen. Also die Ausrüstung für Level 70. Und ich bin mir auch gerade, ehrlich gesagt, nicht mehr sicher, ob wir schon die Söldner für Level 70 besiegt haben. So, antiker Panzer. Einer geht. Den bekommt dann Nyria, weil sie ein geringeres Level hat. Lichtschutz hat der. Und der hier nicht. Das heißt, in allem
33 Punkte mehr Abwehr und Lichtschutz. Sehr schön. Wird auch gleich verkauft. Da. Damit können wir dann noch mal einen kaufen. Sehr schön, den bekommt dann Wallner. Oder Asker. Nein, Wallner, der hat weniger Leben. Braucht also mehr Schutz. Okay, das war's dann erstmal. So, dann wie gesagt, würde ich jetzt gerne schnell zum Söldnerwald, denn ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir die schon besiegt haben für Level 70. Wobei, ich... Haben wir das... Vielleicht haben wir das sogar schon. Einmal vorbeigehen schadet ja nicht. Wow. Ich muss also erst dieses eine Feld nach oben gehen. Dass mir das bisher noch nie passiert ist... ...1350 Erfahrungspunkte und 3 Seelen erhalten. Erfahrungspunkte und 2 Seelen erhalten. Wir haben schon gegen sie gekämpft. Okay. Aber ist ja auch gut so. Dann haben wir beim letzten Mal tatsächlich mehr geschafft, als an das ich mich erinnern könnte. Oder konnte. So. Ah, Menü. Kampfmusik ändern. Crush them. Und dann die Weltkarte. Dann machen wir einfach mal weiter mit unserer Erkundung, Leute. So, beim letzten Mal waren wir bei Shanna. Das weiß ich noch. Dann würde ich jetzt gerne zu diesen 2 Inseln nördlich von Borgiola. Also hier. Und da hätten wir schon was erkundet. Ah nein, wir machen jetzt erstmal hier. So, mal sehen, ob wir hier was finden. Nein, auf der Insel ist tatsächlich gar nichts. So, dann erkunden wir hier erstmal, was es sonst noch so gibt. Oh. Der ist neu. Schläft Elaine jetzt? Der hat Blut. Also sein Angriff kann Schlaf verursachen. Nicht sehr gut. Kritische Treffer, sehr gut. Und anscheinend hat er jetzt Krankheit oder Gift oder sowas. Verfehlt, ha! Blutend. Super. Aske ist verwirrt. Na toll. Besiegt. 3300 Erfahrungspunkte und eine Seele erhalten. Einmal heilender Regen.
Und dann, es hat sowieso nur Elaine. Warum mache ich dann Helden der Regen? Oh Mann. Okay. Ja, es gibt nur die zwei. Dann gehe ich jetzt mal da rein. Keine Ahnung mal, was das für ein Dschungel war. Aber egal. Hier gibt's Schlangen. Besiegt. Schwache Gegner also. Vielleicht waren wir hier sogar schon mal. Wir waren hier schon mal. Ich möchte hier trotzdem nochmal durchgehen. Vielleicht gibt es ja hier irgendwelche Sachen, die wir damals nicht mitnehmen konnten, weil wir sie nicht gesehen haben, geheime Gänge oder sowas. Oder aber vielleicht ja auch verschlossene Truhen, die wir damals nicht öffnen konnten. Und es sind Seelen. Oder ich habe mich damals einfach nicht... Ah, sieht ja schon gelohnt. Schlafmittel erhalten. Geheimnis. Einen Erfahrungspunkt und eine Seele erhalten. Jetzt sind da zwei Gegner. Das macht es doppelt so schwer. Und ist immer noch zu leicht. Möchte jetzt hier hoch. Okay, dann haben wir scheinbar auch schon alles. Oh, wo kommt denn jetzt auf einmal die Schlange her? Drei Gegner! Nein, nur Erfahrungspunkte und drei Seelen erhalten. So, zwei Schlangen. Ich glaube, Elaine ist jetzt voll. Passt. 600 Erfahrungspunkte und zwei Seelen erhalten. Okay, das haben wir auch schon. Da liegt noch was. Trank der Wichheit erhalten. Geheimnis. Was ist denn da? Irgendein Käfer wahrscheinlich. Ah, ich kann mich erinnern, wir waren hier mal ganz am Anfang des Let's Plays. Damals waren die Gegner tatsächlich noch fast schwer. Aha, und da liegt was. Resistenzstein erhalten, Geheimnis. Und hier ist ein Geheimgang. Den wir offenbar damals schon gefunden hatten. Dietrich hat ein Geheimnis. ...320 Erfahrungspunkte und eine Seele erhalten. Auch noch mal ein Geheimgang, den wir auch gefunden hatten, so wie es aussieht. Oh ja, die Echsenmänner, die habe ich mal als Thumbnail benutzt, wenn ich mich nicht täusche. Wegen irgendwas waren wir mal hier, aber ich weiß nicht mehr wegen was. Hatten wir auch schon gefunden. Wir waren sehr gründlich, Leute.
Das ist irgendwie total komisch. Hier sehen die Monster aus wie Echsenmenschen. Und hier sehen sie aus irgendwie wie Igelmenschen oder sowas. Naja. Da geht's einfach nur durch. Oh, jetzt sind wir in einer unterirdischen Höhle. Mit Wasser. Also eine unterirdische Wasserhöhle. Und ein unterirdischer See, so heißt das doch, oder? Tja. Hatten wir auch gefunden. Wir waren wirklich sehr fleißig. Aber das Schöne ist, wir kriegen hier sehr viele Seelen. Okay. Passt also alles hier? Und auch hier passt alles. ...1120 Erfahrungspunkte und 3 Seelen erhalten. Mal sehen, ob wir das entdeckt hatten. Hatten wir. Ich glaube, da wird gar nichts mehr für unsere... für jetzt übrig von uns. Wenn wir damals schon alles entdeckt hatten.